Thanks, Madam Minister. Really, vielen Dank, Frau Ministerin. Das haben wir sehr wohl gehört. Und diese Events, die wir jetzt durchleben, sind sehr schlimm. Das führt zu vielen Emotionen. Das ist der perfekte Übergang zum nächsten Thema. Glenn Albrecht ist ein australischer Philosoph und er ist derjenige, der die Solastalgie erfunden hat, diesen Begriff erfunden hat. Es geht wirklich um den ökologischen, die ökologischen Probleme, die wir vorfinden, und das ist die Grundlage dieses Konzeptes. Das ist nicht kein Weltende katastrophaler Wissenschaftler, nein, es geht wirklich darum, wie wir die Emotionen revolutionieren, über die Sprache. Und er hat zum Beispiel ein Buch veröffentlicht, Earth Emotion, die Erde und ihre Emotionen. Das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und ich wünsche Ihnen jetzt sehr interessante Momente, auch mit Blick auf die ökologische Philosophie. Danach gibt es sofort ein Rundtischgespräch über Ökoangst. Das ist etwas anderes als Solastalgie. Aber wir müssen uns fragen, wie können wir das Ganze in Aktion ummünzen? Das haben wir heute mehrfach gehört, von der Emotion zur Aktion zu kommen. Und dann geht es noch Thomas. Er kommt aus Irland, er kümmert sich um die irische Seite und er wird sicherlich mitsprechen wollen. Wir werden ebenfalls mit anderen Teilnehmern sprechen können. Jonna Krupp zum Beispiel, eine Studentin in Luxemburg, die sich ebenfalls diese wachsende Angst innerhalb der jungen Gemeinschaft anschaut. Und dann das Phänomen und die Geschäftswelt. Aber ich sehe jetzt, Glenn ist bereits da. Er ist in Wallaby auf seinem Bauernhof in Australien. Und er ist ein Pharmosopher, wie er sagt. Glenn, können Sie uns hören? Ja, wir können Sie auch gut hören, Glenn. Also, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sie und Marie, Sie haben wirklich Mut, dass Sie hier einen Philosophen aus Australien einladen, der vom anderen Ende Australiens sogar kommt. Das ist ungefähr 11 Uhr abends bei mir zu Hause. Ich bin fast 70 Jahre alt und diese Technologie, die mich vom einen Ende der Welt bis ans andere bringt, ist wirklich etwas angsteinflößend, aber auch sehr aufregend. Das Thema heute, da geht es um die Solastalgie und ich hoffe, in 15 Minuten oder so kann ich Sie herausbringen aus der Solastalgie und in etwas Neues überführen. Das werden sicherlich neue Begriffe sein, neue Begriffe im Englischen mit lateinischem Ursprung. Aber ich versuche bei meiner Arbeit, neue Ideen in Worte zu fassen, emotionale Antworten zu finden auf die Veränderungen in der Welt. Ich bin ja selber ich bin ein Naturjunge, ich liebe Vögel zum Beispiel. Ich habe immer schon mich mit der Natur befasst. Farmer, wie Sie gesagt haben, das ist mein letzter Schritt und ich auf dem Weg zu einem guten Leben, so nah an der Natur wie möglich. Ich bin Philosoph, wie ich gesagt habe, aber ich bin auch ein Umweltphilosoph und bin stolz darauf. Ich habe über Hegel und Marx und die organische Einheit und Metaphoren gesprochen und darüber geschrieben. Und ich möchte jetzt über Natur in philosophischen Worten sprechen. Mein letzter Auftrag als Professor war Nachhaltigkeit. In Perth in Westaustralien war ich dort tätig. Und jetzt bin ich verrentet und das schon seit 6 Jahren und bin auch glücklich darüber, im Ruhestand zu sein. Ich lebe auf einer Wallaby Farm, das heißt also, es gab hier ein Volk, das hier immer schon gelebt hat, seit 20.000 Jahren, Aborigines. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier darauf hinweisen, ich lebe auf einem Stück Land, das angeeignet wurde durch die ersten Siedler aus Europa. Und ich bin wirklich den Eingeborenen sozusagen sehr dankbar davon, den indigenen Völkern, dass sie mir die Möglichkeit geben, hier zu leben.
Jetzt zur Solastalgie. Wie kommen wir da eigentlich dahin, dieses Gefühl der Solastalgie? Das möchte ich vielleicht ganz kurz erläutern. Was bedeutet das eigentlich? Wie sind wir dahin gekommen? Was ist da die Ursache? Und wie können wir aus dieser Solastalgie wieder rauskommen? Ich habe gesagt, wenn im Jahr 2100 das Oxford Dictionary das Wort Solastalgie aus dem Wörterbuch rausnimmt, weil es nicht mehr gebraucht wird. Wir wollen wirklich da Wörter schaffen, die retrospektiv vielleicht auch wieder weggenommen werden können. Ich möchte nicht in einer Welt der Solastalgie leben. Wo leben wir jetzt? Das ist wahrscheinlich das Anthropozän. Die meisten von Ihnen haben das schon bereits gehört. Die menschliche Dominanz auf diesem Planeten, alles das, was sich bewegt auf dieser Erde, wird im Anthropozän, alle biochemischen, biologischen Kreisläufe sind dominiert durch die menschliche Präsenz, die Gegenwart von uns und die Auswirkungen, die wir haben, die immer größer werdenden Auswirkungen der Menschen im 20. und 21. Jahrhundert. Es ist wirklich sehr schwierig, hier zu verstehen, diese Liebe zur Natur einerseits, die doch dann wieder ausgebeutet wird und zerstört wird. Also wir brauchen wirklich ein neues Regime, eine neue Welt. Neues Regime, neue Welt, das ist auch ein Titel meines Buches. Das heißt, wir wollen versuchen, von einem verzweifelten Zustand hinkommen zu etwas zu gelingen. Also im Anthropozän sind wir ja feststeckend, aber wir wollen hin zu etwas anderem. Das hier ist wirklich, wie das Anthropozän heute aussieht. Das ist das Upper Hunter Valley. Das sind wirklich die Züge, die wieder zurückgehen in den Tagebau und mit der Kohle wieder zurückkommen. Und da geht es wirklich um den Export von die Kohle vom Hunter Valley wird dann in den verschiedenen Kraftwerken verbrannt, zum Beispiel um Stahlherstellung zu ermöglichen. Und hier bei mir, das sieht es so aus. Von Journalisten wurde mal gesagt, naja, das sind 500 Quadratkilometer solcher Landschaften. Da wurde die oberste Schicht abgetragen und dann wurde mehr und mehr die oberste Schicht jeweils verbrannt und dann gibt es im Hintergrund dieses große Kraftwerk, das Sie da im Hintergrund sehen können. Und hier können Sie ganz klar erkennen, die Genese der Solastalgie, da geht es ja darum, was das Anthropozän eigentlich der Erde antut. Da kann man nur solastalgisch werden. Das heißt also, man wird traurig darüber, wie die Erde im Moment aussieht. Wenn man sich einmal das Anthropozän genauer anschauen will, dann sieht man diese Szene. Vorne sieht man, wie gesagt, diese Kohlemine. Hinten sieht man das Kraftwerk, das stromerzeugende Kraftwerk. Und das Leiden, das ich habe, das ich erfühle über dieses Ausmaß dessen, was dieser Tagebau bedeutet und was für Schäden es anrichtet. Ich war ein junger Philosoph in den 1980er Jahren. Jetzt bin ich ungefähr 70 Jahre alt. Das heißt also, ich habe dieses Thema schon lange untersucht. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, das Leiden der Erde ist ebenfalls etwas, was man bei den Menschen fühlt. Auch die Menschen haben ja Emotionen, wenn sie ein solches Bild sehen. Und da gibt es unterschiedliche Formen des Erde-Leidens, das wir haben. Und vielleicht habe ich deswegen mir gedacht, da gibt es kein Wort für, das diese Idee abdeckt, der Verzweiflung der Erde, wenn man eben den Zustand des Landes anguckt. Und deswegen habe ich mir diesen Begriff ausgedacht, Solastalgie. Dieser Begriff Solastalgie ist ja ein Teil einer ganzen Reihe von verschiedenen
Erdemotionen, wie ich das nannte, negative Erdemotionen. Hofer 1688 sprach von Nostalgie. Dann spricht man auch oft von von dem Heimweh, das man hat, wenn man irgendwo anders ist und wieder nach Hause wollte. Das ist ein medizinischer Grund und das ist ernst genug, um zu sagen, das kann dazu führen, dass man wirklich zu psychischen und physischen Leiden kommt und dass man also wirklich wieder nach Hause möchte. Das ist etwas, was man spürt. Diese ganzen Phobien, die wir haben, diese Allergien, die wir haben, das ist eine ganze Liste. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber es gibt da diese Erdemotionen, Nekrophilie, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Es ist einfach die Angst vor dem Tod, die Liebe zum Tod. Aber ich möchte hier jetzt darauf hinweisen, das, was Solastalgie bedeutet und das, was ich damit beabsichtige, ist Folgendes. Zwei Dinge müssen wir beachten. Solastalgie ist das gelebte Erfahren negativer Umweltänderungen. Das heißt also, man hat plötzlich gesehen, wie sich die Umgebung verändert hat, die man zuvor wirklich geliebt hat. Die Erde wird zerstört und das zerstört auch die Psyche. Im Englischen würde man sagen, das springt einem wirklich ins Gesicht. Das ist nichts etwas, was man wirklich sich vornimmt. Angst, das ist ja etwas, was man vielleicht für die Zukunft sich vornimmt. Aber Solastalgie, das ist das gelebte negative Umwelt, der gelebte negative Umweltwandel. Das ist dieses Heimweh, das man hat, wenn man immer noch zu Hause ist, aber dieses Zuhause hat sich geändert. Also da geht es wirklich darum, dass man die großen Infrastrukturen einmal anschaut, zum Beispiel der Tagebau, aber auch allgemeinere Themen wie zum Beispiel der Klimawandel. Es gibt einige Bereiche auf der Erde, wo die Menschen wirklich direkt mit dem Klimawandel sich befassen müssen, weil sie das einfach jeden Tag erleben. So häufig gibt es große Brände, Waldbrände und zerstören ganze Landstriche. Und ich möchte jetzt gerne, dass diese Entwicklung sich wirklich umkehrt. Solastalgie, da gab es ja eine ganze Karriere sozusagen, die Solastalgie als Begriff bei den Philosophen und soziologischen Literatur hinter sich gebracht hat in den vergangenen 20 Jahren, ist es auch ein rechtliches Konzept geworden. Es wird oft zitiert, dass Solastalgie zum Beispiel als Grund genannt wird, warum man den Tagebau ablehnt, auch in Australien. Da hatten wir 2, 3, 5, 6 unterschiedliche Gerichtsverfahren, wo Solastalgie genannt wurde und dazu führte, dass die Kohlemine nicht weiter ausgebaut wurde oder keine neue gebaut wurde. In Australien sieht man das aber auch anderswo. Also zum Beispiel gibt es da auch einen Planungsantrag in Irland für eine Mine, die hat bereits sehr große Auswirkungen auf die Landschaft. Hier sehen Sie ein Bild. Das heißt also, hier wurde die Landschaft wirklich zerstört und es gibt Risse in der Landschaft. Die Iren können also sehen, dass die Solastalgie ein relevanter Begriff ist, wenn sie eine Folgenabschätzung machen müssen. Und man fragt sich, was macht man eigentlich mit den Menschen, wenn eine solche Entwicklung sich abzeichnet? In der Vergangenheit in Australien war man sehr besorgt gewesen über diese Themen, über das menschliche Erbe. Naja, nicht so sehr. Und jetzt sieht man mehr und mehr, was für Auswirkungen das auf Menschen hat. Das wird wirklich mehr und mehr das Herzstück der ganzen Diskussion mit Blick auf die industriellen Auswirkungen unseres Tuns. Mit Solastalgie, da geht es also darum, dass jetzt, das war ja eher eine Randerscheinung, die jetzt aber mehr und mehr in das Herzstück unserer Überlegungen übergeht. Ich möchte jetzt
vielleicht abschließend, so Nostalgie abschließend, indem ich sage, naja, wir sind jetzt in der Ära der Nostalgie und jetzt ist der Solastalgie und wir müssen da unbedingt rauskommen. Und warum müssen wir da raus? Es geht wirklich, es geht zurück auf das Anthropozän. Das ist ein ganz wichtiges Meme, ein Kultur-Meme, das ein Konzept, das die Diskussion bestimmt hat, Menschen und der Rest des Lebens. Und wir haben das Gegenteil auch gesucht vom Anthropozän und wir haben versucht, hier einen neuen Begriff zu finden, einen neuen Meme, eine neue Ideologie, eine Wissenschaft für unsere Ära, die wir in die Zukunft, die uns in die Zukunft weist. Für die das Symbiozän, da würde ich dann vorschlagen, das ist die neue Ära der Erdgeschichte. Auf der Grundlage der Symbiose, das ist ja ein wissenschaftlicher Terminus aus dem 19. Jahrhundert, die positive Entwicklung zwischen den Arten wurde hier beschrieben. Und wir sehen hier, es gibt sehr viele Symbiosen von der Mikro- bis zur Makroebene. Und hier sehen wir auch das, was wir bekommen. Wir bekommen hier zum Beispiel, wenn wir eine Symbiose eingehen, dass wir zum Beispiel unseren Blutdruck besser in den Griff bekommen, wenn wir die Natur mit einbeziehen in unser Leben. Das heißt also, wenn die menschliche Kultur und die Natur sich wieder mehr annähern, dann ist das auch wichtig für die Makroebene. Das haben wir eben im Anthropozän wirklich falsch gemacht, dass wir eben diesen Schnitt gemacht haben zwischen dem, was wir wollen, was wir technologisch möglich als Möglichkeiten haben und dem, was das Rest des Lebens als Strategie braucht, das, was die Menschen ausmacht. Und mit Blick auf die Solastalgie, da kann man zum Beispiel sagen, naja, bei der Dürre, da müssen wir nur darauf warten, dass es irgendwann mal wieder regnet. Aber wir müssen hier die Verbindung schaffen. Und wir müssen sicherstellen, dass das Symbiozän wirklich eine Vision für die Zukunft ist. Und das müsste so schnell wie möglich angegangen werden. Ich habe hier eine Reihe von Grundsätzen mit Blick auf das Symbiozän entworfen. Das sieht jetzt ein bisschen komplex aus, aber das ist ähnlich dem, was David Attenborough und andere gesagt haben, wirklich führende Umweltexperten, Vanda Mashiva zum Beispiel, die würden nicht widersprechen dem, was hier auf der Liste steht. Also wir müssen erst einmal sagen, die Menschen machen oft das Gegenteil. Warum zum Beispiel sollte man nicht erneuerbare Energien nutzen? Warum sollte man nicht biologisch abbaubare Dinge verwenden? Warum sollten wir toxische Substanzen in die Nahrungskette einbinden? Das ist doch keine gute Idee. Das heißt also, das sind einfache Grundsätze des Symbiozäns. Aber was vielleicht neu ist, ist, dass wir hier die symbiotischen Verbindungen zwischen den Arten bewahren müssen. Also wir müssen auch das, was zerstört worden ist, bereits wieder neu schaffen. Wir müssen neue symbiotische Verbindungen und Biowissenschaft ist hier besonders wichtig, gründen und schaffen erst einmal. Nun, ich habe ja ganz kurz von den negativen Erde-Emotionen gesprochen, als ich von der Solastalgie sprach, aber es gibt ja auch positive Erd-Emotionen mit Blick auf das Symbiozän. Und wir brauchen hier Aktion, darum geht es. Die Motion, das ist ja diese Bewegung, die wir brauchen. Also da gibt es verschiedene Schlagworte, Biophilie zum Beispiel, dann die Endemophilia, also das, was man lokal hat, ist ganz wichtig. Dann die Topophilie, also das, was man vor Ort findet. Eutheria,
Dass also diese tiefe Verbundenheit, diese Einheit mit dem Leben, die dort zur Sprache kommt, also dass man einfach sagt, was da gebraucht wird, die perfekte Welle zum Beispiel. Also ich denke hier, die wir brauchen hier die positiven Erdemotionen, die brauchen wir und die müssen wir weiter unterstützen. Und das damit wir vom Anthropozän in das Symbiozän kommen. Und da möchte ich genau hin. Wir wollen hier wirklich einen Ersatz der toxischen und verschmutzenden Anthropozän-Artefakte durch gutartige Symbiozän-Symbiofakte. Das ist eben das, was ich nennen würde, Symbiofakte. Das heißt also, Dinge, die wir machen wollen, also ich nenne das die Ersatzwirtschaft. Das heißt also, wir können das, was Plastik ist, Kunststoff ist, Materialien, die nicht ersetzt werden können, die CO2 produzieren, all das, was können wir ersetzen? Und das können wir auch ganz einfach ersetzen. Also wir brauchen eine Revolution, aber das ist nicht unmöglich. Also zum Beispiel, wenn man Ziegelsteine aus etwas Lebendigem, zum Beispiel aus Pilzen herstellen könnte, die sich selber wieder regenerieren. Oder weitere Beispiele, dass wir etwas verbrauchen, dass man normalerweise einfach ohne Sinn und Verstand wegwirft, wie zum Beispiel Kaffeebecher. Wenn man das einfach in einen solchen Becher macht, der dann sich entweder selbst abbaut oder den man vielleicht irgendwann auch mal essen kann, also zum Beispiel Mozzarella, der durch Mikroben entsteht. Also die Mikroben können wir nutzen, die können uns helfen, dass wir wirklich wieder Verbindungen aufnehmen. Das ist eine Herausforderung für uns, aber also Mikroben verwenden anstelle von Eutern, das ist ein Teil unserer Mikrorevolution. Niederländische Studenten haben zum Beispiel denen ist es gelungen, ein Auto zu gestalten durch solche erneuerbaren Dinge. Oder auch Symbiozän kann verwendet werden in der Energiegestaltung, dass man also zum Beispiel künftig Häuser baut, die ihre eigene Energie selbst herstellen, statt weiterhin fossile Brennstoffe zu subventionieren. Ich hoffe, dass das bald geschehen kann. Gut, jetzt können wir hoffentlich sehen, was der Unterschied ist zwischen zwei Arten der Utopie, eine schlechte und eine gute. Und das Anthropozän ist eine tragische Utopie. Thomas Morus hat das Ganze ja definiert als ein Ort, der nicht existieren kann. Aber wenn man vom Anthropozän, das kann natürlich in der Zukunft nicht weiter so bestehen. Die Redner haben ja bereits darauf hingewiesen, das bedeutet eine Zerstörung von innen. Das Symbiozän ist natürlich sehr resilient. Anthropozän, das ist degenerativ, es ist homogen, es ist eine Dysbiosis. Das heißt also, das ist überhaupt nicht ökologisch wertvoll, so Nostalgie und dann natürlich diese anderen traumatischen, die psychotherapeutischen Emotionen, die hier von Bedeutung sind. Bei der Symbiose geht es natürlich um die Regeneration, eine Ersatzwirtschaft. Das heißt also, wir ersetzen Dinge durch unterschiedliche Dinge, die regenerativ sind. Eine Symbiose ist wichtig, Biophilie ist wichtig. Das heißt also, lebensschaffend statt lebenszerstörend. Das sind positive, gute psychotherapeutische Emotionen, also positive Emotionen, die bei der Symbiose, im Symbiozän geschaffen werden.
Wir kommen jetzt, ich bin jetzt etwas älter geworden, aber wir haben jetzt eine Generation des Symbiozyns. Es ist nicht nur die Jugendlichen, die hier einen Schulstreik machen für die Umwelt. Newcastle zum Beispiel sehen Sie meine eigenen Enkelkinder, die Sie hier sehen. Und es sind wirklich Rebellen gegen die Ausmerzung des Lebens an Ort. Und wir brauchen hier diesen Wandel, den müssen wir durchführen. Und das Gute ist, ich denke, die Menschen sind ja soziale Wesen. Und sie haben es, sie haben die Möglichkeit, von Anthropozän ins Symbiozän zu kommen. Ich hoffe, dass Sie mit mir einer Meinung sind, es ist möglich, es muss auch schnell geschehen. Wir sind ja Homo sapiens, also weise, intelligente Wesen. Und ich denke, das Gute am Symbiozän ist, es kostet nichts. Der Eintritt ist frei. Es kostet überhaupt nichts, da einzusteigen. Und wenn man dabei ist, dann will man da auch nicht wieder rauskommen. Also vielen Dank für Ihre Großmut. Dankeschön, dass Sie einem Pharmosophen aus Australien es ermöglicht haben, noch einmal zu Ihnen zu sprechen in dieser Konferenz. Ich denke, die Revolution wird eine Emotion bedeuten. Es ist eine emotionelle Entwicklung und die wird uns in den richtigen Weg weisen. Vielen Dank. Okay, good afternoon, everybody. Nun, ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachmittag. Ich bin sehr froh, hier zu sein und nach einem solchen beeindruckenden Vortrag durch Glenn bin ich sehr froh, hier Sie begrüßen zu dürfen auf dem Podium. Caroline ist hier. Caroline, ich hoffe, Sie können uns hören und auch sehen. Ja? Hallo. Und Christian hat ja bereits das Panel vorgestellt. Alle haben wirklich interessante Biografien. Sie können sich ja vielleicht die Biografien auf der Konferenz-Webseite anschauen. Caroline ist auf dem Bildschirm und ganz links außen ist Louise und neben Louise sitzt Joe. Ich werde jetzt ein Gespräch halten und Glenn ist auch noch mit dabei, irgendwo, und wird sich vielleicht noch einklinken können. Christian hat ja bereits die Grundlage geschaffen, wo wir sind, viele Emotionen, aber wir wollen auch über Aktionen sprechen. Was können wir tun? Solastalgie, Glenn hat das sehr gut gesagt, wie also dieses Verlustgefühl aufgrund dessen, was wir verloren haben, diese eindrücklichen Bilder aus Australien sind sehr schwer zu verdauen. Aber ein weiteres Phänomen ist die Klima- oder Umweltangst. Wir haben zu diesem Thema ebenfalls Experten. Caroline, Sie haben eine eindrückliche Studie über diese Klimaangst erstellt. Was haben Sie da herausgefunden? Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie jetzt nicht enttäuschen, aber zunächst einmal möchte ich gerne sagen, ich denke, jeder, der sagt, der ist ein Experte in dem Fall, in diesem Feld, sollte sich noch einmal selber in Frage stellen. Also ich denke, wir brauchen hier Demut. Demut vor dem, was das eigentlich bedeutet, dieses psychologische Leiden und was man da, was das bedeutet. Die Menschheit hat das noch nie erlebt in der Vergangenheit und wir können darauf aufbauen, was wir wissen, aber wir wissen einfach nicht alles. In unserer Studie haben wir 10 Länder befragt, Jugendliche befragt zu Emotionen. Das ist sehr interessant, aber auch Kognition und Nachdenken und die Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Beziehung zur Regierung. Das heißt also, worauf fokussieren wir uns hier? Und die Relationalität
Und ich würde jetzt zunächst einmal mit der schockierendsten Statistik anfangen. 48% der Jugendlichen, dieser 10.000 Jugendlichen Befragten, sie fühlen sich eigentlich ignoriert, wenn man über Klimawandel spricht in der Schule, mit der Familie. Die Hälfte haben gesagt, na, wir werden ignoriert, wir können hier sowieso nichts ändern. Das muss sich aber ändern. Wenn wir uns jetzt einmal die Emotionen anschauen und die Bandbreite der Emotionen, darüber werden wir noch etwas zu sprechen kommen. Da werde ich einige Zahlen nennen. Wir haben gesehen, 76% sagen, sie sind traurig, ängstlich. 62 waren ängstlich, aber es gab auch andere Gefühle, zum Beispiel, sie fühlen sich schuldig oder sie fühlen Scham, die 50%. Und sie sagten, naja, sie haben keinen Beitrag geleistet zu diesem CO2-Abdruck, aber wir haben keine Möglichkeit, emotional hier einzugreifen, haben die Jugendlichen gesagt. Und wenn wir das anschauen, wie kann man das Ganze navigieren, wie kann man sich selber in dieser Welt anschauen, haben gesagt, 8 von 10 sagten, das sind weltweit jetzt sagen, nein, 9 von 10 haben gesagt, sie möchten gerne mehr sich kümmern um die Erde. Sie sagen, die Zukunft ist angsteinflößend. Und wenn man die Leute in den Philippinen befragt haben, dann waren es 92%, die gesagt haben, sie sind ängstlich. Das heißt also, mehr als 50% haben gesagt, naja, wir sind auf dem Weg zum Abgrund. Das heißt also, wir fragen uns, was passiert? Was schaffen wir, wenn die Jugendlichen sich der Auffassung hingeben, dass es eigentlich keine Zukunft mehr gibt? Und im Vereinigten Königreich haben wir gesagt, 51% haben das gesagt. Das heißt also, sie haben dann nicht die unmittelbare Auswirkung dieser Klimakrise so wie zum Beispiel die Jugendlichen in den Philippinen erfahren. Aber das sind Auswirkungen. Ja, ich gehe jetzt einfach hier durch die Zahlen so ein bisschen sehr schnell, aber ich denke, einige der wichtigsten sind wichtig. Wenn wir uns die Beziehungen zu der Regierung anschauen, da haben 56% gesagt, die Regierung kümmert sich nicht ausreichend um die Kinder und Jugendlichen. 58% sagten, das ist eigentlich ein Verrat an zukünftigen Generationen. Und in Indien oder den Philippinen waren sogar 74%. In anderen Ländern waren es vielleicht 50%. Nicht so sehr in dem Vereinigten Königreich, denn wir haben einfach noch nicht die Auswirkung der Elemente bisher so stark gefühlt. Also, was haben wir jetzt gesehen? Ganz viele Jugendliche haben das Gefühl, keiner hört ihnen zu, sie können nicht gut kommunizieren mit den Erwachsenen und sie wissen nicht, wie sie das den Erwachsenen eigentlich mitteilen sollen, wie sie dieses Leiden fühlen und erleben, dass sie da noch keine Verteidigungsmechanismen haben, so wie zum Beispiel die Erwachsenen. Aber das ist auch ein Beziehungsproblem. In den 10 Jahren meiner Arbeit haben wir ganz oft gehört, ja, wir würden uns ja besser fühlen, wenn wir den Eindruck hätten, die Leute reagieren auf was wir wollen. Die sagen immer nur, wir machen ja was, aber das tun sie nicht. Das heißt also, die Leute fühlen sich verlassen, betrogen. Und in der Studie wurde gesagt, es gibt eine moralische Verletzung, die sie fühlen. Das heißt also, die Erwachsenen sollten ja eigentlich die Jugendlichen schützen und tun genau das eben nicht. Das heißt also, die Jugendlichen fühlen sich vernachlässigt ganz oft. Und ich höre jetzt vielleicht kurz auf, aber nach der Veröffentlichung dieser Forschung habe ich E-Mails bekommen, weltweit E-Mails bekommen von Jugendlichen, von Teenagern. Die sind wirklich wunderbar gewesen. Und die Teenager aus Deutschland zum Beispiel haben mir gesagt,
Ja, ich bin da doch nicht alleine in meinen Gefühlen. Und sie hat es durchaus positiv gesehen, dass wir hier das Ganze mal zusammengefasst haben. Sie hat sich verletzt gefühlt. Sie hat aber plötzlich gesehen, naja, sie wird durchaus gehört und sie kann ihren Frust Ausdruck verleihen und sagt, das ist etwas, was wir machen müssen. Es ist wirklich etwas, was wir machen müssen mit Blick auf diese Zahlen. Ich habe jetzt über diese Statistiken mit Jugendlichen oft gesprochen und die haben immer wieder gesagt, ja, genau so fühle ich mich auch und jetzt bin ich nicht die Einzige, die das so empfindet. Einerseits ist das eine Belastung und man muss etwas tun, aber was wirklich ganz bedeutsam ist, man muss ja aufmerksam sein auf die Realität der Jugendlichen. Absolut. Ja, das ist ein guter Übergang, Caroline. Eine der Statistiken, die häufig bemüht wurde in Irland, als dieser Bericht herausgegeben wurde, 40% der Menschen möchten keine Kinder mehr haben oder zögern in Bezug auf den Kinderwunsch. Ich wende mich jetzt an Joe, wenn das in Ordnung ist. Ja, Joe, Glenn hat von der Generation Symbiozän gesprochen. Du gehörst wohl dazu. Du bist Studentin der Psychologie hier in Luxemburg. Was macht das mit dir, wenn du all diese Zahlen hörst, diese neuen Begriffe heute Nachmittag? Was ist der Bezug dazu? Ja, herzlichen Dank für diese Studie. Das unterstreicht und hebt ja nochmal die Emotionen hervor, die ich durcherlebt habe. Und manchmal ist es immer noch so. Also ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Nun, beginnen wir vielleicht mit meiner wichtigsten Emotion in Bezug auf den Klimawandel. Es ist eine große, große Sorge. Ich komme natürlich mit einem psychologischen Hintergrund hierher und es ist Teil meines Weges. Ich befasse mich mit Traumata. Wenn ich Nachrichten höre und dort berichtet wird über Katastrophen, über katastrophale Verluste, über Klimawandel und so weiter, dann sehe ich da ein immer größeres Risiko. Ich würde auf jeden Fall gerne mich konzentrieren auf die Situation. Also ich konzentriere mich darauf, wenn ich die Nachrichten schaue. Viele Menschen sind auf der Flucht und wir haben also eine immer größere traumatische Belastung. Es wird immer extremer für viele Menschen weltweit. Das sind nicht nur noch lokal auftretende Phänomene, sondern das ist wirklich ein weltweites Phänomen. Und das ist wirklich eine große Emotion, die mich beschäftigt. Dann auch die Scham, natürlich, so wie es erwähnt wurde. Sieht's der Menschheit. Wir gehören natürlich zu denjenigen, die ja, diese ganzen Krisen erleben. Und ich fühle mich aber auch sehr anfällig, sehr schutzlos und hilflos. Ja, natürlich, wir sind alle noch recht jung, aber ich habe doch das Gefühl, wenn ich bei Fridays for Future-Demonstrationen oder bei anderen Aktionen, auch mit anderen Aktivisten und Demonstrationen spreche oder dort das Wort ergreife, wenn ich da teilnehme, dann habe ich immer das Gefühl, diese Leute fühlen sich verraten, sie fühlen sich betrogen von der Regierung. Einerseits, es wird immer nur gesprochen, gesprochen, gesprochen. Es gibt diese großen Klimaveranstaltungen, diese Agenda, aber die Nachrichten, die Meldungen werden eigentlich immer nur katastrophaler. Es wird immer schlechter, es tut sich nichts. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch den Verrat seitens der großen Unternehmen, die Greenwashing betreiben. Es gibt nicht genügend Kontrollinstanzen, die ja, die uns Vertrauen schenken oder geben. Wir stellen uns die Frage auch jetzt bei der Ausbildung, bei den Praktika, wo geht's hin? Wie wollen wir das Ganze in Zukunft handhaben? Und da stelle ich mir die Frage, interessieren Sie sich wirklich für nachhaltige Maßnahmen, all diese Akteure? Aber
neben all dem versuche ich wirklich nicht nur diesen pessimistischen Standpunkt einzunehmen, ich versuche mich zu informieren, in welcher wesentlichen Situation befinden wir uns hier und versuche das Ganze aber wirklich auszubalancieren mit Hoffnung, denn da wird neue Energie freigesetzt und diese Energie können wir dann auch nutzen und einsetzen, um auf unsere Ziele hinzuarbeiten, um den richtigen Weg einzuschlagen, sei es jetzt im Symbiozän, aber in einer ausgewogenen Art und Weise bei allem, was es auf der Erde gibt. Das ist mein Standpunkt und ich persönlich muss sagen, ich ziehe sehr viel Hoffnung und Energie aus diesen Aktionen, aus diesen Demonstrationen, aber auch aus der Forschung, so wie Sie sie betrieben haben. Es ist ein Privileg, Zugang zu haben zu diesen Studien, zu diesen Informationen. Ich sauge das auf und wenn das Ganze öffentlich zugänglich gemacht wird für einen größeren Teil der Gesellschaft, dann glaube ich, führt das zu einer stärkeren Bewusstseinsbildung. Ich glaube, ich habe diesen Gemeinschaftssinn. Ich habe immer mehr dieses Gefühl der Einsamkeit verloren, dass ich super anfällig bin, dass ich machtlos bin, hilflos bin. Wenn ich von dem abrücken kann, dann kann ich auch Projekte anregen. Beispielsweise an der Universität Luxemburg haben wir einiges bewegt. Oder auch, wenn andere nicht mitgezogen haben, dann habe ich das im Alleingang gemacht. Am Campus haben wir ein Ecosia-Programm gestartet. Es ist eine Art Forschungsgerät. Da werden Bäume gepflanzt. Also da wird Forschung betrieben auf einer Plattform wie Google so ähnlich. Und da werden Bäume gepflanzt, aber nicht nur das hier, da pflanzen wir mal hier und dort einen Baum. Nein, da versucht man wirklich die lokalen Gemeinschaften zu stärken und zu unterstützen, den Leuten Jobs und Arbeitsplätze zu verschaffen, die sie benötigen, wirklich dieses gesamte soziale Gefüge zu stärken. Ich greife jetzt hier nur ein Beispiel heraus. Es gibt so viele Initiativen, aber ich hatte beispielsweise die Möglichkeit, das Ganze auf den Campus zu bringen. Und das ist vielleicht eine Art und Weise, andere Studierende dazu zu bringen, Ecosia downzuloaden, herunterzuladen und das Ganze zu nutzen, das Ganze vielleicht auch auf den Uni-Laptops zu installieren, dieses System. Und da bekomme ich dann auch Unterstützung von einigen echt netten Leuten an der Universität. Und es ist so schön zu sehen. Die haben das dann schon heruntergeladen und so kann man dann sogar nachverfolgen, wie viele Bäume gepflanzt wurden. Die haben dann jeweils eine Nummer, sind mit einer Nummer versehen. Da gibt es dann nochmal Links, wo man das Ganze verfolgen kann. Also das führt dann noch einmal zu einem Gefühl der Einheit, der Gemeinsamkeit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Oder aber es wurden vegane Mahlzeiten eingeführt an der Uni. Ich war da eine Zeit lang recht verloren. Dann habe ich dann Pizza bestellt und hieß, ja, aber bitte ohne Käse. Und jetzt gibt es jeden Tag Optionen. Wir haben ja da einige Anträge gestellt, um dabei Restopolis einiges auch zu bewirken, da zu einem Umdenken zu bewegen. Ja, herzlichen Dank. Es ist ganz spannend, Ihren Werdegang da zu verfolgen und dann auch zu sehen, wo geht's hin. Caroline, vielleicht ganz kurz nochmal. Sie führen auch eine psychiatrische Klinik. Sie müssen mit Menschen arbeiten, die wirklich gravierende Probleme haben. Wie beruhigen Sie jemanden, dass es nicht dahin zurückgeht, sondern dass wirklich etwas ganz anderes, etwas ganz Neues bevorsteht? Wie schüren Sie Hoffnung? Wie leiten Sie jemanden durch diese schwierige Zeit hindurch und bringen ihn auf einen neuen Weg? Ja, das ist eine hervorragende Frage. Vielen Dank dafür. Ich sage ganz oft, du bist nicht verrückt. Es ist nichts falsch mit dir. Diese Sorgen, diese Ängste, das sind deine Gefühle angesichts der Klimakrise und anderer Krisen. Und das ist durchaus begründet.
Was wir jetzt verstehen müssen, ist, wie sich das Ganze auf dich auswirkt. Aber ich möchte natürlich diese Ängste in einen neuen Rahmen bringen. Und ich sage dann, schau, du fühlst diese Wut oder diesen Frust oder diese Angst oder diese Sorge, weil es dir etwas ausmacht. Wenn dir das Klima egal wäre, wenn dir die Zukunft der jungen Menschen egal wäre, dann würdest du diese Sorge, diese Angst nicht empfinden. Und anstatt sich schlecht zu fühlen angesichts dieser Emotionen, solltest du dich eigentlich stolz fühlen, dass du dir Sorgen machst darum. Das ist ja kein negatives Kümmern. Ja, wir haben das gerade gehört. Es geht um diese Beziehung zwischen Menschen und da auch kreative Lösungen zu finden. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, Klimawandel gibt uns Chancen, aber es gibt uns Möglichkeiten, etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Die Menschheit hat kreative Lösungen, um mit Problemen und Sorgen umzugehen. Und wir sind jetzt wirklich gezwungen, neue Wege zu finden, um damit umzugehen, neue Geschichten zu schreiben für die Zukunft. Denn du hast natürlich schon recht, ein Zurück gibt es nicht. Dafür ist es zu spät. Wir können uns selbst auch nicht weiter hinhalten mit dieser Fantasie, ja, wenn wir das Ganze überwinden, wenn das Ganze hier vorüber ist. Nein, so läuft es nicht. Also müssen wir uns psychologisch damit auseinandersetzen, wie kann die Zukunft aussehen, aber anders aussehen. Und vielleicht führt uns das zu etwas ganz anderem als das, was wir vorher gekannt haben. Und da, glaube ich, kommt die Klimagerechtigkeit ins Spiel. Es gibt so viele Phänomene weltweit. Und wenn man jetzt beispielsweise versucht, aus einem Land zu fliehen in ein anderes Land, wo es sicherer ist, dann denkt man, ja, ach, dann gehe ich dahin. Und das ist tatsächlich ein globales Phänomen. Aber es gibt nicht den einen sicheren Ort. Das heißt, wir werden unsere Probleme nicht lösen, indem wir fliehen, indem wir das eine Land verlassen und uns in einem anderen Land niederlassen. Natürlich, ich meine, mir geht es hier gut, aber wir haben so viele klimatische Geflüchtete. Und wenn wir das Ganze global betrachten, auf ein weltweites Niveau heben, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Also Bruch und Reparatur. Wir haben irgendwas falsch gemacht, dann entschuldigen wir uns und wir reparieren es. Wir machen es wieder gut. Und ich glaube, diese Möglichkeit der Reparatur, der Wiedergutmachung wird uns zu etwas führen, nicht etwas, was wir vorher schon kannten, aber zu dieser Phase, wo wir sagen, so, ja, es tut uns leid, es ist was schief gelaufen, da kommen jetzt die nächsten Generationen, bei denen müssen wir uns vielleicht entschuldigen, wir müssen uns entschuldigen bei Bangladesch und anderen Nationen, die wirklich die Folgen davon tragen, die Philippinen und so weiter. Und das ist jetzt wichtig. Und das gibt uns dann aber die Möglichkeit, etwas wieder gut zu machen, das über einen sehr langen Zeitraum schief gelaufen ist. Das ist für uns im Norden wirklich hervorragend, aber so wachsen wir wieder zusammen. Und das, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Es laufen Gespräche. Wir leiden vielleicht nicht im gleichen Maße. Wir fühlen auch nicht die Sorge oder die Angst im gleichen Ausmaß. Andere, die einen sind da rationaler, andere eher nicht. Manche empfinden das gleich als Trauma. Aber ich glaube, wir können hier einen Beitrag leisten, die globale Zukunft anders zu gestalten. Absolut, dann schlage ich die Brücke zu Glenn und zu seinem System und bringe da vielleicht Louise mit ins Gespräch ein. Louise, du hast dein ganzes Berufsleben da im Business verbracht und du arbeitest jetzt an einer neuen Initiative, die uns als Individuen wieder zusammenfügt, damit wir zusammenarbeiten. Kannst du vielleicht auf diese Ziele eingehen? Also wir kennen die nachhaltigen Entwicklungsziele, aber die anderen, die du jetzt hier verfolgst, kennen wir noch nicht so genau. Wo geht's hin? Ja, herzlichen Dank. Ich danke den Vorrednern, denn das Ganze hat mich wirklich inspiriert. Ich habe viele Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren und wir können uns selbst nicht loskappen von dem, was wir tun. Ich war immer geschäftlich tätig. Ich
habe mich inspirieren lassen von all den Herausforderungen und das gibt die Möglichkeit, neue Lösungen zu finden. Daran arbeiten wir auch in unserem Business und ich gehe jetzt ein auf die Ziele, die ich mitgebracht habe. Also die inneren Entwicklungsziele, was ist das? Nun, ich beginne erstmal mit diesen. Das sind die nachhaltigen Entwicklungsziele, die im Jahr 2015 gestartet wurden. Da wurde eine tolle Sprache gewählt. Da hat man global alle erreicht. Viele Unternehmen, viele Zusammenschlüsse, Konzerne und Firmen arbeiten heute damit. Wir waren diejenigen, die diese kreative Sprache, diese kommunikative Sprache geschaffen haben. Es gibt also 17 Ziele und da gibt es dann 69 Unterziele. Und wenn ich mit den Organisationen und den Unternehmen spreche, dann sage ich, ja, wenn du nicht weißt, was du mit der Nachhaltigkeit tun sollst, dann hier, da haben wir Ziele. Da kannst du bestimmte Inspiration finden, da kannst du dich anleiten lassen. Und da beginnt die Arbeit der inneren Entwicklungsziele. Mein Unternehmen und andere Organisationen haben gesagt, ja, warum passiert hier nichts? Warum passiert hier nicht etwas schneller? Und deswegen haben wir einen Rahmen geschafft für die innere Entwicklung, für die Entwicklung der Menschen, für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen. Und so kam es dann zu dieser inneren Entwicklung. Das ist eine gemeinsame Arbeit mit vielen Unternehmen, mit verschiedenen Universitäten, Akademikern. Das Ganze fußt auf einer Studie, wie sollte sich der Wandel stärker vollziehen. Wir haben hier 5 verschiedene Bereiche ausgemacht, die Sie hier nochmal sehen, vorgeschlagen. Und da gibt es 23 Skillsets, die es braucht, um diese verschiedenen Bereiche umzusetzen. Also Sein, Denken, Beziehung, Zusammenarbeit und Aktion, wenn ich das mal grob zusammenfasse. Es ist ein Open Source Material. Das Ganze wurde in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Sie dürfen sich da gerne einklinken, dürfen Partner werden. Und wir arbeiten mit großen Unternehmen, Unternehmen, die Sie kennen, Spotify, Ericsson und so weiter. Und Sie haben damit begonnen, diese Arbeit umzusetzen. Also was bedeutet das jetzt konkret, am Being zu arbeiten? Entwickelt man sich als Person, als Führungskraft? Wie schafft man Beziehungen? Wie überlegt man oder geht man die Entwicklung an? Wie bringt man seine Ideen voran für eine langfristige Überlegung? Dann dritter Punkt, Beziehung zu anderen Stakeholdern, zu anderen Generationen, zur Biosphäre, Zusammenarbeit. Wie nutzt man die sozialen Fähigkeiten, Kommunikation, Kreation, Zusammenarbeit und dann Aktion. Wie kommt man zu einem mutigeren Führungsstil? Wie führt man Wandel herbei? Und ich würde sagen, wenn man die nachhaltigen Entwicklungsziele mit diesem Rahmen kombiniert und das Ganze verknüpft, dann erhalten wir das. Und dann haben wir dieses System, das jetzt noch nicht an den Start gegangen ist, aber das ich schon mitgebracht habe. Ich arbeite ja als Consultant, arbeite mit vielen Unternehmen und es geht darum, die gleiche Sprache zu sprechen, auf einer Plattform zu sein. Es gibt Unternehmen, die ich nicht nennen möchte, aber die Mitarbeiter arbeiten mit den Managern. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Sprache. Wir stellen uns die Frage, tun wir wirklich genug in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Beziehungen? Und wir schaffen hier diese gemeinsame Sprache und entdecken das Ganze gemeinsam. Also die SDG und RDG sind 2 Plattformen, die sich ergänzen. Das ist wird nichts, was übernommen wird von den Vereinten Nationen. Die Europäische Kommission hat aber gesagt, wir werden das berücksichtigen in unserer politischen Arbeit. Und das ist natürlich willkommen, hier mit uns zusammenzuarbeiten hieran. Und ich denke, es gibt ein Land, das sehr mutig war, Costa Rica. Als sie diese Ziele gesehen haben, haben sie gesagt, wir möchten das integrieren in unsere öffentliche Politik. Wir möchten, dass all unsere Beamten wissen, worum es da geht, also dass wir die Nachhaltigkeit vorantreiben können und die entsprechenden Ziele für unser Land vorantreiben können. Und ich fühle mich wirklich beschämt, dass mein Land Schweden das Ganze noch nicht unterschrieben hat, das Ganze noch nicht umsetzte. Gut, wir waren da nicht die Ersten, aber
Wir befinden uns in der gleichen Liga wie Italien. Ja, wir sind da zurück, aber haben hier eine hervorragende Möglichkeit, ein Vektor, eine Antriebskraft zu sein. Und ich möchte wirklich hier noch betonen, alle, die hier sitzen, wenn Sie ein Unternehmen oder eine Organisation führen oder für ein Ministerium arbeiten, ja, wir können mehr erreichen, wir müssen mehr tun. Und ich würde mich da wirklich den Vorrednern anschließen und werde auch noch weiter zuhören und werde dann nach Hause gehen und versuchen, mehr zu tun. Vielleicht noch mal ein Beispiel aus dem Norden Schwedens. Es stehen große Herausforderungen bevor, was die materielle Infrastruktur anbelangt, Holz, Stahl und so weiter. Und jetzt streben wir Null Emissionen an für Zement, Kohle und Stahl. Je größer die Herausforderung, desto kreativer müssen wir an die Sache herangehen. Und ich glaube, das wird für die Unternehmen, aber auch für die Politik ganz ausschlaggebend sein. Wir müssen daran arbeiten und müssen das wirklich hier vertiefen. Also das sind diese inneren Entwicklungsziele, die ich hier nochmal vorstellen wollte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Diese Themenbereiche Zusammenarbeit und Beziehungen des Ganzen miteinander, das ist so wichtig. Sie sind ja schon sehr lange im Geschäft. Das ist ein wirklich entscheidendes Jahrzehnt, wo konkrete, radikale Ideen und Aktivitäten stattfinden müssen. Wie können wir diesen wirklich sinnvollen Wandel bewirken? Kommt es von den Menschen, von den Unternehmen? Ja, Sie sprechen von Zusammenarbeit, Kollaboration und die Ideologien. Jetzt ist leider das Mikrofon ausgefallen. Entschuldigung, wir haben keinen Ton mehr. Die Dolmetscher haben leider keinen Ton mehr. Ah, jetzt ist der Ton zurück. Danke. Also, spricht man mit den schlimmsten Kritikern, spricht man mit den Menschen, mit den jungen Menschen. Und als Nachhaltigkeitsmanager würde ich gerne sagen, ja, wenn man hier ist oder anderswo, wir sprechen von B2B, B2C, das ist unsere Orientierung. Und ich möchte wirklich Ihnen ans Herz legen, wir müssen wirklich B2-Activist sein. Was wollen die Aktivisten? Was fühlen die? Wir müssen den Aktivisten in ihrem CEO wieder erwecken und sicherstellen, dass er das Ganze auch wirklich in die Tat umsetzt, was man sich vorstellt. Man muss wirklich zwischen dem Hirn und dem Herz eine Verbindung herstellen. Das sind ja nicht nur Organe und ich denke, wir müssen hier mehr tun. Leider ist es so, dass in dem unternehmerischen Leben es immer schneller ist. Das heißt also, wir werden die emotionellen Aspekte überhaupt nicht mehr wirklich beachten. Das heißt, wir haben Wissenschaftler, wir haben Ingenieure, wir haben Strukturen, aber wir verbinden nicht das Ganze zu den Emotionen der Menschen. Das heißt also, der Verhaltenswandel, den wir sehen, der muss auch umgesetzt werden. Deswegen sind Sie so wichtig. Ja, vielen Dank. Das ist ein guter Segway jetzt gewesen, Joe. Wenn ich jetzt nochmal mich an Sie wenden darf. Wir hörten ja sehr viel über die Welt, die vor uns liegt, die jugendliche Generation. Das ist, ich will Sie jetzt nicht hier vorführen, aber Sie kennen sich aus mit der neuen Generation. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Generation? Wie kann die das Ganze, diese Reise begleiten, diesen transformativen Weg? Ja, ich denke, das haben Sie ganz gut zusammengefasst. Wir haben bereits viel Zerstörung erlebt, aber es gibt doch eine große Chance, dass wir wirklich etwas verändern, dass wir auch das Bewusstsein erweitern. Das ist so ein großes Potenzial, das wir jetzt vorliegen haben. Wir alle wissen, aus persönlicher Erfahrung beispielsweise, dass man Wandel bewirken kann. Zum Beispiel im Umweltbereich, aber auch nur bei uns, ganz klein anfangen, wo wir ganz authentisch sind. Wir hatten ganz klare Absichten, wir hatten ganz klar die Absicht, was wir erreichen wollten. Und wir konnten das Ganze auch kultivieren. Wir konnten hoffnungsvoll sein, optimistisch eine Haltung beweisen und gleichzeitig zielorientiert bei den Aktionen sein. Ich denke, genau darum geht es doch.
Das wird uns weiterhin leiten in den kommenden Jahrzehnten, hoffentlich noch viel länger. Das heißt, wir wollen versuchen, eine Verbindung aufzustellen mit der Welt um uns herum. Also ich sehe das so, wenn man jung ist, dann will man Verbindungen schaffen, man will seinen ganzen Horizont erweitern, sein Bewusstsein erweitern. Aber während wir das machen, müssen wir uns immer bewusst sein, wir müssen unsere Kapazitäten auch für das Mitgefühl erweitern, bei unserer Arbeit, bei unserem täglichen Tun. Und ich denke, aus dieser Haltung heraus, auf individueller und kollektiver Ebene, können wir dann wirklich weitermachen. Und wir können dann sagen, wir können so den Wandel bewirken, der so dringlich erforderlich ist. Ganz genau. Nun, ich denke, manchmal geht es ja auch, naja, ich bin nicht so froh, wenn wir sagen, naja, wir werden jetzt einfach die Welt übernehmen. Auch wenn ich mich irgendwann mal in Rente begebe, werde ich weiterarbeiten. Aber ich denke, wir müssen auch den Generationen, die Generationen Brücke schlagen. Das heißt also, wir haben Unternehmen in Schweden, die sind 400 Jahre alt und die wollen auch in 400 Jahren noch bestehen. Das heißt also, wir müssen sagen, was ist der 100-Jahr-Plan? Also normalerweise arbeitet man in 3- oder 5 Jahreszyklen, aber man muss auch die 100-Jahr-Perspektive haben, mit den Älteren zusammenarbeiten, mit den Jungen zusammenarbeiten, das Ganze zusammenbringen. Und sich fragen, was können wir tun? Ich denke, viele haben gute Ideen und wir müssen Dinge gemeinsam angehen. Wir können hier Wandel bewirken. Das ist die Message. Naja, ich weiß jetzt nicht genau, wer hier vor mir sitzt, auch an den Computern daheim. Aber nur aus meiner Perspektive, was ich höre, was ich selber glaube und selber erfahren habe, in welcher Arbeitsumgebung möchte ich eigentlich arbeiten? Es ist so schwierig im Moment, wenn wir uns die Möglichkeiten anschauen, die wir bereits haben oder haben werden, mit dem ich rede natürlich. Ich bin hier in meiner kleinen Blase, aber ich kann natürlich nicht jeden hier vertreten. Diejenigen, mit denen ich spreche, suchen nach dem wirklichen Wert, nach der Bedeutung dessen, was sie tun. Es geht nicht nur um Geld, Geld, Geld und nochmal mehr Geld, sondern es geht darum, wirklich auch eine Philosophie zu entwickeln, wie man wachsen kann und wie Wachstum auch eine Bedeutung und Integrität und Transparenz hat, ethisch ist, initiativ ist. Und genau darum geht es den Jugendlichen. Das suchen sie auch in den Unternehmen und in anderen Arbeitsumfeldern. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, darauf noch einmal hinzuweisen. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das sind wirklich ganz interessante Aspekte, intergenerationelle Aspekte. Ich sprach vor einigen Wochen über die japanische Philosophie und die Gesellschaft. Das ist auch ganz aufregend. Glenn, sind Sie noch bei uns? Ja, Glenn ist noch da. Ja, ja, ich bin noch da. Vielen Dank. Es tut mir leid. Es ist so spät in Australien und wir halten Sie wach, aber Sie rufen ja nach der Revolution der Emotionen. Und die Frage wäre jetzt, wie können wir das irgendwie in die Wege leiten? Wie können wir das in Bewegung setzen? Das ist ja auch ein Thema der Nachmittagssitzung. Ich bin ja Philosoph. Ich kann jetzt keine choreografierte Möglichkeit aufzeigen, wie diese Revolution stattfinden kann. Ich würde jetzt sagen, Teil des Problems ist, dass wir hier keine adäquate Sprache haben, um zu beschreiben, was eigentlich passiert. Das wurde ja bereits gesagt. Das Ausmaß des Problems, das wir vor uns haben, ist so groß, dass die Menschheit das noch nie vorher gesehen hat. Die Kulturen weltweit kämpfen in ihren jeweiligen Sprachen, traditionellen Sprachen, um dafür ein Wort zu finden. Also das Beispiel des Inders, der hier ein
das kulturelle Wort Igyalatot Sachen sagen musste, um zu sagen, was eigentlich gerade klimatechnisch passiert. Er sagte, es ist unfreundlich. Igyalatot, das ist ein Wort, ein Problem, das man normalerweise mit einem engen Freund hat. Das heißt also, er verglich das. Und wenn die Inuits das nicht wirklich benennen können, dieses Leiden, das sie haben, dieses Muster haben, ein Muster, das lange Zeit bestand, plötzlich auseinanderbricht, da müssen wir natürlich uns bewusst sein, das führt zu Solastalgie. Leiden, das ist ein allgemeines Wort, das bedeutet ganz viele Dinge, aber wenn wir von Leiden mit Blick auf und den Zustand der Erde sprechen, dann ist es etwas ganz Konkretes. Und in meinem Teil der Welt war das zum Beispiel der Tagebau. Mit Blick auf die nationale Regierung wurden diese Entscheidungen gefällt. Aber wir brauchen hier eine gemeinsame Sprache, Solastalgie, die mit Blick auf die Emotionen, und dann kann man etwas tun. Und ich habe bereits gesagt, diese Themen sind ja auch an die Gerichte angetragen worden, seit einigen Jahrzehnten bereits. Die Antwort zum Beispiel, die Reaktion, die emotionale Antwort auf die Lage der Welt, das kann man in ganz unterschiedlichen Ländern sagen, und auch die Gerichte werden damit dann irgendwann betraut, dass da Entscheidungen gefällt werden müssen zur Auslegung der Gesetze, zum Schutze der Menschen. Menschen müssen vor anderen Menschen geschützt werden. Und diese Sprache muss gefunden werden. Und da müssen wir auch Wandel finden für diese sprachlichen Aspekte. Das habe ich ja bereits in meiner Rede oder in meinem Vortrag erwähnt. In Irland zum Beispiel, ich hoffe, da habe ich ja ein Beispiel genannt. Also die Revolution, das kann man ja nicht nur einfach fordern. Wir sagen, wir wollen eine Revolution und dann passiert sie. Ja, also es gibt sicherlich Rebellen hier und ja, wir sehen hier, dass es einen Wandel gibt. Langsam der Schulstreik zum Beispiel, diese Friday for Future-Geschichten, da sind ganz junge Teenager, die bereits sich bewusst sein, was für Herausforderungen in der Zukunft vor ihnen liegen. Das ist ja nicht nur ein ethisches, ein moralisches Problem, sondern es geht darum, dass die ältere, wenn die ältere Generation weiter so macht wie bisher, dann bedeutet es für die Enkel und Urenkel, dass die Lebensgrundlage ihnen entzogen wird. Das muss gesehen werden. Und diese Idee der Revolution, eine emotionale Revolution, natürlich hat die unterschiedlichste Dimensionen, das stimmt. Aber ich muss mit den Emotionen beginnen. In unserer in unseren Gerichten, in unseren Unternehmen, in unserer Sprache, in unseren Dokumenten gibt es keine Bewertung dafür. Es gibt Corporate Responsibility. Aber wie kann ich sicherstellen, dass die Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur besteht, dass die Menschen weiterhin auch ihren Lebensunterhalt erarbeiten können und trotzdem noch gewinnbringend arbeiten können. Alles muss sich ganz neu orientieren hier. Und da sucht man nach neuen Begriffen. Mein Beitrag als Konzeptphilosoph bedeutet, dass ich hier auch alle mit einbeziehe. Zu Beginn dieser Veranstaltung gab es ja auch den Musiker, der hier Bilder und Musik zusammengebracht hat. Also Kreativität ist ganz wichtig hier. Dass wir also sagen können, dass Kreativität selber schon revolutionär ist. Edison hat es bereits gesagt, also kreative Menschen unterschiedlichster Ausrichtung suchen gemeinsam nach einer gemeinsamen Sprache mit Blick auf ihre Erfahrungen weltweit. Also diese Bewegung hin zur Emotion, darauf habe ich abzielen wollen. Dankeschön, Glenn.
Ich sehe, dass unser Künstler wieder Platz genommen hat. Ich glaube, das ist ein klares Zeichen, dass wir diese Runde jetzt abschließen müssen. Vielleicht noch eine Frage. Ich möchte jetzt wirklich diese Diskussion abschließen. Wie ich sagte, Dankeschön an Caroline, Joel, Louise und Glenn und all Ihnen, dass Sie heute dabei sind. Das ist nur ein Anfang. Ich fühle mich viel besser angesichts all der Tätigkeiten, der Aktionen. Wir gehen also von der Emotion zur Motion. Vielen Dank.